Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. In hübsch, mit super geilem Sonnenlicht und so weiter. Sieht schon richtig geil aus. Und als erstes tun wir mal einfach nur aus Spaß speichern. So. Dann gab es doch hier. Irgendwo in der Gegend einen Typen. Mach keinen Ärger, Kaiserlicher. Hallo, ich mach keinen Ärger. Ich bin nettester Typ in Person hoch 3. Ich weiß nicht, warum die mich immer so böse angucken. Ah, hier, die Kutsche, genau. Fangen wir einfach mal mit der Kutsche los. Und zwar erstmal gucken wir, wo wir hin müssen. Wir müssen nach Winterfeste. Gut. Dann sag mir. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Gut. Mach ich. Oh, ich altes Mädchen. Dann fahren wir mal zur Winterfeste. Und machen die Hauptstory weiter mit dem Drachen der Alten. Mal gucken, was es da so gibt. Oh, aufploppende Figuren. Schon mal alles sehr sympathisch. Wir brauchen Geld, Ranmir. Und ihr bringt keins nach Hause. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Mich in der Akademie einschreiben und den ganzen Tag herumstolzieren und Zauber wirken? Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Oho. Sehr komisch. Ihr habt sicher bemerkt, dass es in Winterfeste nicht gerade von Leuten wimmelt. Ja. Ich verkaufe, was ich kann. Wenn ein Gegenstand es wert ist, ein Preisschild zu bekommen, dann bekommt er auch eins. Ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt, ein paar schlechte Geschäfte gemacht. Aber meistens fällt etwas Profit ab. Okay. Ja, das war ganz schön dumm von mir. Ich hätte der Geschichte keinen Glauben schenken und das Geschäft ablehnen sollen. Aber das habe ich nicht. Und jetzt bleibe ich auf diesem wertlosen Krempel sitzen. Es ging um diese Bestattungsurne und das Ingol-Hügelgrab. Er sagte, sie sei mehr wert als ihr Gewicht in Gold, wenn ich sie dorthin zurückbringen würde. Irgendwas darüber, sie in Ingols Kammer zurückzubringen, glaube ich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Selbst wenn es der Wahrheit entspräche, ich setze keinen Fuß in ein altes Grab, in dem es von allen möglichen Gefahren wimmelt. Mich ärgert es schon gar nicht mehr. Ihr wollt es euch ansehen? Gut. Ich verkaufe euch das Ding für 50 Goldmünzen. Dann ist es euer Problem. Ich nehme es. Na gut. Hier, bitte. Wenn ihr seinetwegen umkommt, ist das nicht meine Schuld. Verstanden? Ja. Aber wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich etwas wert ist, dann sagt ihr mir Bescheid, ja? Ach ja, natürlich. Ihr könnt doch nicht einfach so weglaufen. Wo wollt ihr denn hin? Aber einen Schluck ins Gasthaus, natürlich. Wo sollte man in dieser... Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. So, wo ist denn das Hügelgrab? Hallo? Wie kann man zoomen? Okay, das ist der maximale Zoom. Gut, das mit dem Hügelgrab mache ich dann also erstmal später, sondern... Ach so, und auf die Weise wollt ihr all eure Probleme... Als erstes mache ich das Überquert hier. Die Brücke auf eigene Gefahr. Oh. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Warum? Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste, ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand.
Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Das ist doch schön. Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Ja, super. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte nur mal hineinblicken. Ich glaube, dass... Ah, die Ebene der Unsterblichkeit. Es heißt, sie sei die Quelle aller Magie. Das ist in der Tat ein hehres Ziel. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Okay. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Ja, ich stelle mich ausgezeichnet. Wer in Wiederherstellungszaubern bewandert ist, für den gehört heilende Hände zu den Grundkenntnissen. Könnt ihr es auf mich wirken? Damit würdet ihr eure Kenntnisse demonstrieren. Magie? Habe ich heilende Hände überhaupt? Sieht nicht so aus. War mir ein Vergnügen. Seid gegrüßt. Willkommen an der Akademie von Winter. Wenn ihr den Test besteht, dann ja. Warte. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Den Zauber andere heilen kenne ich nicht. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Gut. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Nein, ich nehme das hier. Ja, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Gut. Magie. Nein, Objekte. Bücher. Brief eines Freundes. Delfin. Transmission Feuer. Zauber bei Wellen sehen. Nein. Nein. Okay. Okay. Ja, warte, ich bin etwas nervös. Stimme des Kaisers. Ach, da. Heilende Hände. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Gut. Dann laufen wir mal eine Runde. Ach. Okay. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Egal. Ich möchte jetzt... Okay, das ist cool, ja? Das ist eindeutig cool. Was wartest du da vorne? Ach, die wartet auf mich. Ja, solche Teile hätte ich auch gerne mal so zu Hause zum Anfackeln oder so als Lichter. Wäre wohl gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Immer schön weit. Fuß! Oh, Entschuldigung. Das, war nicht meine Absicht. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Gut.
Gut. Das sieht doch schon mal schön aus. Müssen wir noch weiterlaufen. Wo läuft der jetzt hin? Was machst du denn jetzt? Ach, du läufst komplett wieder weg. Gut, dann muss ich wohl alleine hier rein. Ich soll mit dieser Hofmagierin sprechen. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Die Talmor? Ihr seid ein Gast der Akademie, mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Willkommen an der Akademie. Ja. Ein weiterer Neuzugang. Genau. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ja. Ich würde mich gerne umsehen. Ich verstehe. Nun, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr soweit seid. Mach ich. Denn ich kann jetzt auch einfach so da durchlaufen. Und mal gucken, was wir hier finden. Ah. Da vorne. Ihr seid nun im Akaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Akaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Natürlich, ich suche die Schriftrolle. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Okay, Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat, aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Gut. Gibt es spezielle Bücher nach dem? Habt ihr was zu verkaufen? Gut. Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Nein. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Gut. Ja. Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet.
cool, der hat wirklich was. Biografie. Die alten Wege. Fluch der Talmor. Ich glaube, ich kaufe mal ein paar von den wertvollen. Vielleicht ist das was Sinnvolles. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ja. Ah, vielleicht ein andermal. Hey. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ja, jetzt aber... Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Gut. Kämpft wacker. Wieso muss ich den jetzt noch immer fragen? Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Cool. Frag Urak nach dem verrückten Buch. Ich weiß jetzt nicht, was der für ein verrücktes Buch meint, aber ich hoffe, es ist das Richtige. So. Schriftrolle da unten. Steht schon ordentlich was drinne. Okay. Gut. Dann einmal kurz Objekte. Die Bücher lesen, die ich da bekommen habe. Gut. Bringt nichts. Bringt nichts. Schade. Bringt auch nichts. Ah, ich dachte, ich konnte dadurch irgendwie aufsteigen. Gut. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Gut. Damit würde ich auch erstmal einmal speichern und sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr ein Buch braucht, sprecht mit mir. Ja. Bedient euch selbst und ihr werdet erfahren, was echte Schmerzen sind. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.